kannst du deine Seele bilden, dass sie das eine umfängt, ohne sich zu zerstreuen? Kannst du deine Kraft einheitlich machen und die Weichheit erreichen, dass du wie ein Kindlein wirst? Kannst du dein geheimes Schauen so reinigen, dass es frei von Flecken wird? Kannst du die Menschen lieben und den Staat lenken, dass du ohne Wissen bleibst? Kannst du, wenn des Himmels Pforten sich öffnen und schließen, wie eine Henne sein? Kannst du mit deiner inneren Klarheit und Reinheit alles durchdringen, ohne des Handels zu bedürfen? Erzeugen und ernähren. Erzeugen und nicht besitzen. Wirken und nicht behalten. Mehren und nicht beherrschen. Das ist das geheimes Leben. Rat, Post und Kommentar, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Road to 70. Und in der heutigen Episode möchte ich einfach nochmal so ein kleines Update von meiner Seite geben, dass ich, was seit der letzten Woche passiert ist und was ich dementsprechend schlussfolgernd machen werde. Also es ist so, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ein etwas größeres Grundstück zu pachten, wo ich halt so einen Schrebergarten mäßig aufbereiten kann, wo ich dann auch selbst Gemüse anbauen darf, auch Bäume zum Beispiel. Und das tue ich jetzt dann mit meinem Vater aufbereiten. Und bei uns im Dorf gibt es ein Neubaugebiet und dort habe ich die Möglichkeit bekommen, für 5 bis 6 Jahre ein Grundstück auf einem Grundstück etwas anzubauen, was der Bauherr ja bis dahin noch nicht, das noch nicht vorhat, da etwas drauf zu bauen. Und deswegen darf ich dort mich frei entfalten und dort mein absolut Gemüse anbauen. Und aus dem Grund möchte ich auch das als Anlass nehmen, meinen Kanal auch ein bisschen umzustrukturieren. Ich habe jetzt ein Jahr Road to 70 gemacht, also dieses Tagebuch, um halt euch einfach eigentlich Videos für mein Update zu geben. Aber es hat dann irgendwann, da informiert man sich halt über Themen, über Gesundheit, Sport, Bewegung, Ski und alles Mögliche. Und ich weiß, von der Qualität her bin ich vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Road to 70. Ich werde das jetzt nicht mehr wöchentlich wahrscheinlich machen. Je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, vielleicht alle 2 Wochen oder einfach mal ein Monatsupdate von meinem Gewicht sowas zu machen, weil ich denke, für viele ist es auch jede Woche einfach mal wegen dem Gewicht reinzuschauen. Ja, da mache ich mir ehrlich gesagt nicht gerne die Arbeit. Vielleicht mache ich da auch finde ich da auch irgendeine andere Lösung, wie ich halt das Gewicht in anderen Videos mit reinschalten werde. Ich möchte einfach ein neues Format starten und sozusagen mein eigenes Ding aufbauen, weil viele auf YouTube nutzen halt dieses Affiliate-Marketing oder dieses passive Einkommen auch. Wollte ich in die Richtung auch gehen, beziehungsweise ich werde es auch nicht meiden beziehungsweise auch als Einnahmequelle nutzen, aber das nicht nur als Einnahmequelle. Ich möchte einfach als Haupteinnahmequelle sozusagen meinen Traum nachgehen und ja, so eine Art Selbstversorgung beziehungsweise Permakultur aus dem Grundstück unten im Neubaugebiet, aus dem Schrebergarten und bei mir hier im Garten hat mein Vater und ich jetzt auch vieles neu aufbereitet und dann möchte ich einfach ein neues Projekt starten, meine eigene Selbstständigkeit damit so aufbauen und einfach hier zum Beispiel dieses Projekt aufbauen, damit ich was Eigenständiges habe, damit ich etwas ja, selbst geschaffen habe und nicht für jemand anderen seine Waren und Dienstleistungen verkaufe oder darauf hinweise, weil ich halt die entsprechende Reichweite habe. Ich möchte einfach ja, selbst etwas aufbauen. Das war mein Wunsch, das ist mein Ziel, das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Und
Ja, wie gesagt, ich werde einfach ein neues Projekt starten und das, ja, wird vielleicht ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Ich werde noch ein Video hochladen über den Bokashi-Eimer und vielleicht noch ab und zu mal regelmäßig Road to 70 hochladen, wenn mal was in der Woche Spannendes passiert ist oder auch nicht. Aber ich möchte jetzt nicht einfach ja, so eine Art Lückenfüller, wie ich die immer mit reingebaut habe, einfach schneiden und hochladen, weil dann könnte ich die Arbeit auch für was anderes nutzen, wenn schönes Wetter ist oder einfach nur zum Entspannen, damit es nicht ganz so stressig für mich ist und ich mich erholen kann. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen verstehen, meine Entscheidungen. Lasst es mich einfach in den Kommentaren zum Beispiel wissen. Wie immer freue ich mich auf eine Bewertung und ich freue mich schon drauf, das neue Projekt zu starten und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Episode oder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.